Ja, seid gegrüßt, willkommen zurück in der dritten Folge von DayZ, in dem Fall jetzt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen die Zelte durchsucht. Und ich habe jetzt vor, hier so ein bisschen das Airfield nochmal lang zu rennen. Und dann kommen wir nach dieser Folge auch schon langsam zum Ende, zumindest was DayZ angeht. Ja, ich renne jetzt einfach mal da hinten hin, da sind so Häuser oder beziehungsweise da sind so Blöcke. Und da wollte ich ganz gerne mal auch ein bisschen durchsuchen, so einfach, was man noch so findet. Vielleicht findet man ja auch noch ein paar coole Waffen. Eine AK hatte ich zum Beispiel auch noch gar nicht wirklich gefunden. Ja, die wollte ich vielleicht mal ausprobieren. Da können wir ja dann das PSO draufschrauben hier. Und einen Schalldämpfer. Und da habe ich gedacht, dann platzieren wir uns denn in der nächsten Folge quasi. In der übernächsten sozusagen. Also ja, quasi in der nächsten. Platzieren wir uns dann halt oben auf dem Tower und dann, ja, ballern wir einfach mal ein bisschen rum. Auch vielleicht mal ein bisschen laut, dass die Zombies auch mal ankommen. So, ja, hier, so sieht mein Charakter aus. Einfach nur für die, die es vielleicht interessiert. Sieht man ja auch hier. Ich wollte jetzt aber ganz kurz noch mal ein bisschen was rauswerfen. Hier die AK-Magazin lasse ich erstmal drin. Essen. Da reichen eigentlich die Sachen hier. Weil du hungerst eh nicht so viel. Das ist irgendwie, weiß nicht, haben sie anders gemacht. Ja, wie gesagt, ich wollte denn halt mit der letzten Folge, wollte ich denn hier sowieso die Sache abschließen, so ein bisschen. Und da habe ich dann gedacht, so scheiß doch, guck mal, so viel Zeug brauche ich gar nicht, weil auf diesem Server war ich halt nur am Anfang einmal drauf. Da habe ich dann so ein bisschen, oh, ich ein bisschen durchsucht alles, was es so gibt. Und ja, da brauche ich mich jetzt hier nicht so vollpacken, sage ich mal. Dann kann ich hier M4 auch komplett rauslassen. Und die auf dem Rücken. Und dann können wir auch ein bisschen mehr sprinten, denn sparen wir uns ein wenig Zeit und Geld, das ja sehr wertvoll ist. Nein, sollte man nicht meinen. So, guck mal hier, Kräuterlikör, den können wir zum Schluss trinken. Den können wir dann in der nächsten Folge sozusagen einmal anhauchen. So, Kantinen. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, da werde ich mich jetzt nochmal vollhauen. So, die ist drinne. Gut. Dann betrinke ich mich hier noch einmal. Aber sieht auch cool aus hier, wie das alles gestapelt ist. Dann hau ich mich jetzt nochmal hier schön den Wanz voll mit Wasser. Zack. Das reicht jetzt erstmal die Hälfte. Hallo? So. Und dann, ja, da können wir auch erstmal ein bisschen rennen. Und dann sollte uns keine Ausdauer im Wege stehen. Zumindest nicht so sehr. Und dann können wir ganz entspannt damit sozusagen abschließen. Mal gucken, vielleicht bleibt es dabei. Vielleicht nehme ich auch später nochmal Daisy auf. Aber eigentlich wollte ich das damit denn sozusagen abschließen. Gut, durchsuche ich hier nochmal. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt von der Zeit her. Doch hier werde ich auch nochmal ein bisschen durchsuchen einfach. Weil hier sind halt auch nochmal Waffenspawns und Allgemeinspawns. Vielleicht auch für einen größeren Rucksack, aber eigentlich brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel Pack. Weil, wie gesagt, ja, auf dem Server wollte ich jetzt erstmal damit abschließen, denn. So. Da vorne rennt schon einer ganz ungeduldig. Guck mal, das Ding habe ich sogar auch hier aufgestellt. Ah, witzig. Voll cool, wie viel Sachen man hier wieder findet, so. Den ersten Raum habe ich gar nicht durchsucht. Ich bin auch schlau. So. Ja, da höre ich schon wieder einen. Da höre ich schon wieder einen rumröcheln. Zeig mir für eine Kopfbedeckung einen Helm. Weiß gar nicht, ob der so geil ist. Ein taktischer Rucksack. Den habe ich auch noch nie so wirklich gesehen. Lass ich aber erstmal liegen. Brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. So, dann in den ersten Raum nochmal rein. Was haben wir hier? Achso, ein Cobra-Zielfernrohr. Okay, alles klar. Bräuchten wir halt theoretisch für die AK. Die wir aber noch nicht haben. So, Dosenspeck. Oh. Normal könnte ich auch. Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, normal könnte ich hier auch die Blockade hinstellen. Und dann könnte ich hier alle einmal abballern. Guck mal, er nickt schon zustimmend. Ich überlege, ob ich es einfach riskiere. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Die Zombies werden sowieso von überall ankommen. Vielleicht springe ich auch auf den Tisch drauf. Eigentlich bin ich da auch sicher. Oder ich springe auf die Blockade drauf. Da habe ich besser einen Überblick. Ach komm. Moin. Ja, perfect aim. Hallo. Da war doch gerade noch einer, oder? Ha. Guck an. Ja, beruhig dich. Genau, bleib mal so stehen. Ja, die kommen natürlich jetzt von überall an. Alter Schwede. Ja, du bist cool. Guck mal, da ist offen. Da weiß ich gar nicht, ob die jetzt hier hochkommen.
Hallo, was tust du hier? Ah, der ist ja wie Affen. Ah, einmal schön in den Nacken geschossen. So, was machst du hier? Okay, und kurz horchen. Die Ruhe nach dem Sturm. Okay, ich glaube, das war's. So, dann kann ich ja ganz entspannt mal nachladen. Und mich quasi auf den nächsten Sturm dann vorbereiten. Ja, siehst du, ist ja auch Ruhe. Ich hasse das immer, wenn die Zombies so ein bisschen im Weg sind. Aber so einfach kann man sich das machen. Also eigentlich kann man es mit jedem Zombie aufnehmen. So, haben wir jetzt noch was Interessantes. Guck mal, hier die Muni können wir noch mitnehmen. Ist aber nicht ganz schlecht, wenn man noch ein bisschen auf Vorrat hat. Und die 45 ACP, die hast du ja sowieso in Arschhucken voll. Guck mal, hier eine Sprunk. So, die können wir nachher für die Dings noch nehmen, so. Sind wir auch voll. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendeine coole Waffe finden. Einfach als Vorbereitung auf die abschließende Folge. So, da ist noch Dosenspeck, brauche ich nicht. Hier hinten liegt auch gerne mal was. Hier. M4-Schaft vorne. Rucksack. Jacke. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich. Egal. So, da hinten haben wir noch so eine Werkstätten. Na, hast du noch irgendwas? Oh, guck mal hier. Haben wir nochmal 20 Schuss. Cool. Ich meine, das Nachladen wird natürlich arschlange dauern. Das wird natürlich auch ein Spaß. Aber gut, ist natürlich jetzt nicht, nicht zu ändern, aber na gut. Mal sehen, wie viel wir mit der SKS schießen. Die ist eigentlich ganz cool, aber ja, wie gesagt, du hast halt den Nachteil, dass du da so ewig nachlädst. La 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 la. Ja gut, viel mehr Ausdauer haben wir jetzt nicht gehabt, ne? Ich glaube, das liegt doch daran, dass die SKS so scheiße schwer ist. Was anderes großartig hatte ich jetzt gar nicht mitgehabt, wo man sagen könnte, so, ja gut, das wiegt echt viel. Ja gut, die Magazine hier. Unter 1 Kilo. Etwa 1 Kilo über, unter. Ja, keine Ahnung. Das läppert sich halt. Auch durch die ganze Ausrüstung. Komm, hier den Helm können wir eigentlich auch absetzen. Man muss ja echt bauen, wo man kann, ne? So. Ist auch schon ein bisschen was. Ja, ich bereite mich vor. Wie wenn man sich auf die Rente vorbereitet. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe diese ganze Mini-Base, die habe ich mir sowieso noch nie so 100% komplett angeguckt. Wie gesagt, die alte, die kannte ich in- und auswendig. So irgendwann. Aber die neue, da bin ich noch so ein bisschen... Ah, bin ich raus noch. Ich weiß gar nicht, ob das hier Schießstände sind. Sieht eher nicht so aus. Vielleicht sollte das mal gebaut werden, bevor die Apokalypse gestartet ist quasi. Guck mal, da vorne ist ein Zombie. Hier könnte man eigentlich quasi genauso wieder Rampage laufen, aber hier habe ich wieder nicht so viele Punkte, wo man sich drauf verstecken könnte. Man könnte natürlich einen Warnschuss machen, sich auf den Panzer da stellen. Und dann kommen die ja ganz von alleine, wie von Magiehand, wie von magischer Hand. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf die Häuser da hinten. Dass ich vielleicht da noch eine AK finde oder so. Das wäre ganz cool. Könnte man so auch interaktiv noch zwischendurch ein bisschen zeigen, was man hier sozusagen, was es hier so gibt. Das ruckelt ein bisschen bei der Aufnahme. Ich hoffe nicht, dass das jetzt im Allgemeinen ruckelt. Der sagt mir im Allgemeinen, also der sagt mir unten da 60 FPS. Aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich durchkommt. Aber normal muss ja eigentlich. Weil bei mir läuft es eigentlich auch flüssig. 144 Hertz. Oder FPS besser gesagt. Boah. Auch ein ganz schöner Hochleistungssportler, wenn man sich das mal überlegt, was der schon so gesprintet ist. La 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 la. Da kann man auch mal tanzen für, ne? Für diese Leistung. So. Ich glaube, hier kommt das gleich. Mal gucken. Ich glaube, da hinten sind... Ja, genau, da hinten fangen, glaube ich, schon die ersten Blöcke an. Ich renne mal ein Stück weiter, aber ich mute mich mal ganz kurz. So, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Hab mir nochmal ganz kurz eine Sprachnachricht angehört. So, hier muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Hier könnten auch schon hinter jeder Ecke Zombies lauern. Ich weiß gar nicht, beginnen hier schon die Blöcke? Ach, da vorne sind die Blöcke, genau. Geil. Siehst du? Man findet auch ins Ziel, zum Ziel. Man kommt auch zum Ziel. Hier könnte man natürlich sich auch auf die Dächer hocken. Und dann so ein bisschen die Stadt ausräuchern. Ich glaube, das mache ich denn. Ich glaube, dann durchsuche ich hier ein bisschen und dann... Genau, so mache ich das. So. Ist natürlich die Frage, wie viele Zombies hier, wir hier hocken. Aber das ist... Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass du so durch eine Geisterstadt läufst. Und dann so mit einmal spawnen die. Hatte ich auch schon mal gehabt. Also, dass sie nicht mit einmal spawnen sind. Aber zumindest kam es mir so vor. So. Also hier findet man eigentlich immer ganz viel. Ich bin ja hier auf so einem High-Loot-Server. Also zumindest steht das. Ich weiß nicht, ob das immer nur so anlocken ist. So nach dem Motto, oh, ich spiele auf meinem Server. Aber hier liegt momentan relativ wenig sogar, lustigerweise. Außer meine Munitionsbox. Aber die, sind ja nicht der Rede wert. Hier liegt ja merkwürdigerweise echt wenig. Habe ich jetzt schon wieder zu viel versprochen, wa? So, komm, ich sprint jetzt einfach mal. No risk, no fun. So, wenn jetzt hier nichts ist, dann wundere ich mich echt. Weil hier habe ich halt auf unserem Server, ich meine, gut, da haben wir den Loot auch ein bisschen hochgestellt. Aber es müsste ja denn hier eigentlich genauso sein. Ich guck mal ganz kurz hier in den Schrank. Nee, sind alle leer hier, außer ein bisschen Munitionspopel. Von der Munition, die man eh nicht braucht. So, oh gut, keine Ahnung, dann wird das hier scheinbar normal gar nicht so hoch verlootet sein. Hm, ist ja doof. Ja gut, dann muss ich mit den Waffen auskommen, die ich habe. Ach, gucke an, was für eine Ironie. Finde ich jetzt aber echt lustig. Von, die haben noch von ihr gesprochen, so, ja, man könnte ja mal gucken, vielleicht findet man ja eine AKM. Oder eine AK. Achso, ja, genau, man müsste jetzt erstmal, so, zack, wegpacken, so. Dann montieren, kombinieren. Siehst du, haben wir sogar noch eine coole Waffe gefunden. Schick, geil, siehst du? So schnell kann es gehen. Und von für die haben wir auch noch ein paar Munitionen. Und wenn wir jetzt noch ein Weapon-Cleaning-Kit finden, das wäre natürlich noch der Oberhammer. Dann kann ich nämlich mal die ganzen Waffen hier sauber machen. Also, sauber machen heißt reparieren. Die sind ja momentan, glaube ich, demoliert. Und demoliert ist so... Ich weiß nicht, wie lange die noch halten. Da kann es natürlich gut mal sein, dass sie den Arsch hochreißen. Wie vielleicht bei der M4. Vielleicht ist das ja auch der Fall. Vielleicht hätte ich hier auch nur reparieren müssen und dann wäre alles tutti gewesen. So. Tür zu. Wegen den Nachbarn. Die kommen sonst zum Spannen. Das wollen wir nicht. Die Blöcke haben sie echt gut gemacht normalerweise. Also die sind echt immer mit viel Loot. Guck mal hier. Sehr gut. Nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Ja, hier findest du eigentlich immer relativ viel. Aber gut. Ein Rucksack. Könnte vielleicht noch was drin sein. Aber nee. Hallo. Ja, von diesen Nachbarn sprach ich. Die auch teilweise sehr aufdringlich sind. So, hier stehen auch die IKEA-Pakete. Die haben noch einen Schalldämpfer. Ah, apropos Schalldämpfer, siehst du. Tauschen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich diesen hier machen. So, und dann kombinieren. Geil. Ist die jetzt länger? Bei Tarkov, bei Escape von Tarkov, da wäre das jetzt zum Beispiel so. Da würde das natürlich dann die Maße im Stash würde das natürlich dann anpassen. So, hier auf dem Boden habe ich eigentlich noch Munition gesehen. Oder? Ah, ne, hier habe ich das gesehen, genau. So, zack. Haben wir für die SKS noch ein bisschen Muni. So, ich glaube, in dem Block waren wir gerade drin, oder? Ja, genau, da kamen wir, glaube ich, gerade her. Ich loote mal ganz gerne so in einer Reihe. Da kann man nicht durcheinander kommen. Hallo. Hallo, lieber Loot.
Weißt du was, ich mache jetzt mal gerade ganz kurz Third Person. Weil du siehst halt einfach mehr. Es ist einfach nur realistischer. Hier ein M4 Magazin. Das hätten wir vorhin gebrauchen können noch, wo ich noch eine M4 hatte. Verpackte irgendwas? Oh, Alter. Jetzt werden wir mal zugekleistert hier. So viel Zeit haben wir gar nicht, da nachzuladen. So. Da kamen wir her. Ein Eimer. Eimer. Hier ist noch eine Lampe. Ich glaube, Pistole brauchen wir nicht. Okay, gut. Dann haben wir den Block jetzt gemacht. Dann gehe ich mal hier zum Innenhof raus. Ich glaube, da waren aber ein paar Zombies gewesen. Da muss ich nur ein bisschen aufpassen. So, da röcheln die rum. Können auch gerne weiter röcheln. Dann mache ich das Haus noch und das Haus. Und dann werde ich mich vielleicht, wenn es passt, da auf das Hauptdach stellen. Und die Rede meines Lebens schwingen. Es gibt auch Megafon. Ich weiß gar nicht, ob die Zombies darauf reagieren. Das wäre natürlich ganz lustig. Wäre auch realistisch. Aber du kannst halt, gut, brauchst eine Batterie, ist natürlich die andere Sache wieder. Aber ich würde fast behaupten, dass du damit Zombies anlockst. So, M4-Muni brauchen wir nicht. Hier ist noch ein AK-Mac. Sehr gut. Die AK ist jetzt quasi auch Fernkampfwaffe, aber da würde ich echt gerne noch ein Weapon-Cleaning-Set finden. Weil, so, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Guck mal, hier haben wir noch eins. Geil. Siehst du, wird ja immer voller hier. Können wir ja unterbrechungsfrei quasi ballern. Ja, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich glaube, Weapon Cleaning Set bin ich stehen geblieben. Ich wollte ganz gerne noch ein Weapon Cleaning Set finden, weil ich die Knarren, die AK zum Beispiel, die ist jetzt noch demoliert, glaube ich. Und, ach, guck an. Sehr gut. Machen wir in der nächsten Folge. Ja, und dann muss ich ja nicht Angst haben, dass die irgendwie abkackt, die Knarre. So, hier ist nichts mehr. Da muss ich jetzt mal überlegt, wie das so in echt wäre. So, man geht hier durch die ganzen Räume so. Aber ist natürlich auch schwindelig bei. So, da hinten liegt noch was. Ah, sieht aus wie eine Handwaffenlampe. Oh, guck mal an. Was liegt denn da? Kampfzielfernziel. Ich glaube, da brauchst du aber ein Dings für. Ich glaube, da brauchst du Batterie für. Ich nehme es aber trotzdem spaßeshalber mal mit. SKS. Die ist, glaube ich, auch abgenutzt. Und welche? Wie war unsere? Ich glaube, die war sogar ganz gut. Ah, auch abgenutzt. Ich glaube, Waffen findest du ja gar nicht sogar in makellos. Zumindest ganz selten. Weil meistens findest du nur abgenutzt. Und mit dem Weapon Cleaning Set kommst du halt auch nur auf abgenutzt. Aber das ist eine Stufe nach makellos und... Ja, wer will doch schon meckern, sag ich mal. Weil du hast halt das Weapon Cleaning Set, wenn du den Loot, sag ich mal, vernünftig eingestellt hast, denn findest du das auch häufig. Ich glaube, das wird unser Abschluss sein. Das wird unser Abschluss sein in der nächsten Folge. Dann werde ich, glaube ich, alle meine Muni irgendwie verschießen und dann Attacke. Dann renne ich, glaube ich, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich locke dann Zombies an, dann zünde ich die oder pack die Mine irgendwo hin und dann locke ich die zu mir und dann... wird die quasi in einem Feuerwerk aufgehen. Ah, mal gucken. Da mache ich mir mal Gedanken. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Handschuhe habe ich schon die. Die sind schon ganz cool. So. Guck mal, hier haben wir noch einen. Oh, guck mal hier, geil. Nehmen wir auch mit. Einfach aus Prinzip, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht 100% brauchen werden. Vielleicht wird es ja nach dem paar Ballern, was wir so machen werden, die paar Schüsse, die wir da abfeuern werden, vielleicht wird die Knarre da auch wieder demoliert. Was ich eigentlich nicht behaupten würde. Aber for the fall of the Fälle. So. Guck mal, hier mal ein Kompass. So. Vielleicht passt es ja auch. Vielleicht ist es ja auch so, dass auf dem Server, wo ich den nicht selber habe, den privaten, mit meinen Kumpels, vielleicht passt es auch da, dass da wieder Tag ist. Irgendwann. Also, muss ja. Und vielleicht nehme ich da dann irgendwann, auch mal wieder ein paar Stündchen auf. Je nachdem, wie es passt. Also, so an sich wollte ich halt, wie gesagt, diese... Ey, cool. Vielleicht finden wir noch ein einziges. Ja, und da habe ich halt... vielleicht finde ich auch irgendwann die Lust nochmal. Eigentlich wollte ich da ja, wie gesagt, nur so ein Einmal-Ding draus machen. So Spiele, die ich halt vermisst habe. Und mal wieder anspielen wollte. Oder generell mal wieder spielen wollte. Und dabei bleibt es denn. Und vielleicht habe ich auch irgendwann mal wieder Lust,
Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Je nachdem, wie es passt. Also jetzt Lust auf Aufnehmen. Momentan spiele ich sehr aktiv, muss ich ehrlich zugeben. Aber mal sehen, wie es läuft. So, entweder, wenn jetzt hier keine Leiter ist, dann renne ich zum Tower. Da muss ich ehrlich sagen, dann gehe ich zum Tower. Weil da kannst du nämlich komplett aufs Dach drauf. Das ist voll geil. Und, ja. Gut, ich würde sagen, haul die ho. Macht's gut, Kumpels. Ich gehe zum Tower und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.